Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu Engländer's Test von einem Spiel namens Vampire Survivors, was mir Mordi mal auf Steam geschenkt hat und mir gesagt hat, ich soll es mal ausprobieren. Ist wohl gerade sehr hyped auf Twitch. Streamen werde ich deswegen jetzt immer noch nicht. Aber ich dachte mir mal für den Let's Test. Sieht hier im Startbildschirm schon sehr nach, und die Trailer und Fotos, die ich davon schon gesehen habe, die Screenshots. Ja, schauen wir uns mal an. Für ein kleines Let's Test wird das gehen. Kann ja so wehtun, kann das ja nicht. Ich denke, schauen wir es uns mal an. Klicken wir auf Start und gucken uns mal an, was uns da so erwartet, was mir der liebe Modi da so Schönes geschenkt hat. Ah, okay, jetzt können wir uns hier im alten Retro 16-Bit-Look uns hier einen Charakter aussuchen. Ne, können wir nicht. Wir müssen den nehmen am Anfang und uns die dann freischalten, wie es auch schaut. Für 10 Münzen, für 100 und 500. Okay, dann nehmen wir den Anfang-Charakter Antonio Bell Pass. Was auch immer. Okay, und jetzt sind wir hier. Können wir mir mal die Steuerung erklären? Okay, ich laufe mit WASD und kämpft du davon alleine. Okay, da habe ich eine Münze erhalten. Okay, zum Kämpfen tue ich nichts, da muss ich einfach nur Face More Projektile. Ah ja. Und schön die Münzen einsammeln. Es fällt also auch nach hinten. Ganz praktisch. Was genau machen wir hier? Überleben wahrscheinlich erstmal primär, aber haben wir auch ein Ziel, was wir hier erreichen müssen? Magic Wand. Ah, okay, jetzt können wir hier so einsetzen oder was? Das fällt davon selbst. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob das ein altes Spiel ist oder ob das einfach im alten Stil produziert wurde. Sieht auf jeden Fall sehr retro-lastig aus und hat halt dieses Level-Prinzip, was wir hier haben. Du musst eigentlich nicht viel machen, außer nach rechts und links laufen und halt wenn dann irgendwann genügend Level hast, dann brauchst du ja eigentlich nicht mehr so sehr aufzupassen. Ich habe schon eine ganze Horde von Leuten. Mit den Punkten schalten wir neue Sachen frei. Okay. Ein Armor. Also ein Panzer. Die blauen Dinger müssen wir dringend sammeln, um Level-Ups zu bekommen. Ach du Scheiße. Sind ja schon Heerscharen von Monstern gekommen. Und da sind wir gestorben. Game over. Errungenschaft freigeschaltet, Hollow Heart. Aha. Survive 1 minute with any character. Okay, dann können wir von vorne starten. Power-Up. Ah, dann können wir uns Power-Ups kaufen. Wir könnten uns durch mit 10 konnten wir uns den Imelda und Bell Pace. Die können wir uns kaufen. Dann ist der kämpfen. Okay, die greift gar nicht mehr an, die macht nur mit ihren jetzt hat sie auch eine Peitsche. Eine wohl Magierin und hat von Standard aus den magischen Krams.
Ja, okay. Ich verstehe vor allem, dass das Leveln macht wahrscheinlich den Reiz hier, dass du halt irgendwann halt einfach die blauen Steinchen hier sammelst und neue Levels. Hier Level 3 haben wir jetzt hier schon, dass du die Sachen freischalten kannst. Das ist scheinbar auch ein bisschen Auswahl, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe mal automatisch irgendwie gewählt. Stell mir vor, irgendwann mit Level 70 oder sowas bist du halt dann hier, wirfst halt hier wirklich Atombomben durch die Gegend oder so. Machst halt hier wirklich Sprengradius oder so. Machst halt wirklich ein Schutzschild in extremer Höhe. Wo du halt dann solche, so eine ganze Horden mit einmal ausschalten kannst. Wo die halt keine Probleme mehr machen. Okay, jetzt kommen die hier alle auf den Haufen. Okay, Axt. Das finde ich sehr toll. Eine Axt nehme ich gerne. Oha. Aber so fällt die einfach runter. Muss mal gucken, dass sie über welchen sind. Auch was bringt. Oh ja. 2 Minuten haben wir schon ausgehalten. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein Achievement, wenn wir 5 Minuten aushalten. Ja, momentan sind wir noch nicht so, sagte er. Und dann haben wir noch nicht so viel Schaden gekriegt. Da 5 Minuten wird dann schon ein bisschen schwieriger. Glaube ich, gerade ein bisschen selbst geheilt. Neues Level ab. Das ist halt blöd, wenn wir die Sachen nicht sammeln können. Hauen wir mal ab von denen. Ein paar Kristalle sammeln. Nicht so sehr in der Horde drin hängen. Okay, hier gibt es was zum Holen. Aua! Temporäres Feuer-Item. Dann müssen wir auf die Horde los. Ja, hier. Genau, da müssen wir hin. Okay, bessere Rip oder was wir hier freigeschaltet haben. Level 6 sind wir inzwischen schon. In der 3. Minute kommt mir gleich länger vor als 3 Minuten. Ja, die Aufgabe ist also ein bisschen durch die Welt zu ziehen. Mal gucken, wo wir temporäre Items finden und wo wir die Gegner zum Besiegen finden. Gegner, die uns Seelen Münzen geben. Und würde ich mal so interpretieren, dass das irgendwie deren Seelen sind. Könnte man fast so denken. Und wir jetzt Vampir irgendwie, keine Ahnung, ob wir Vampir sind. Das Spiel heißt irgendwas mit Vampire Survivors. Das wird schon irgendwie Magic Wand noch ein bisschen aufgelevelt. Level 7. Dann kommen die 5 Minuten halten wir doch aus. Das ist bestimmt auch mal ein Achievement wert. So viel dazu. Und dann bin ich direkt reingelaufen. Wings. Errungenschaft freigeschaltet. Ja. Ich glaube, ein drittes Mal spielen können wir noch eine Münze am besten kriegt. Also für den nächsten
Boss rechts noch nicht. Für den nächsten Charakter. Dann können wir mit E-Mail da noch ein bisschen spielen. Einen Versuch können wir noch mal wagen. Es wird ja auch immer schwieriger, die Levels zu erhöhen. Die Punkte bringen ja dann auch immer weniger. Macht ja Sinn, wenn du im Level bist. Oha. Hatten wir das schon mal? Ich glaube, das hatten wir gar nicht. Das hatten wir noch gar nicht. Das Messer. So schnell leveln. Und Schaden vermeiden. Das muss hier die Taktik sein. Okay. Grenades Damaging Zone. Okay. Holy Water. Aha. Da fliegt das heilige Wasser. Blaue Münzen sammeln. Jetzt nicht mehr lang. Da kommen die Warden. So, überleben. Und das ist hier eine Sache. 5 Minuten voll kriegen, dass wir mal ein Achievement. Ich weiß nicht, ob das hier ein Achievement ist, aber das wäre für mich auf jeden Fall ein Achievement. Oha. Axt, Ring. Muss 10% faster. Das macht Sinn. Wenn wir weg wollen. Nein. Weg hier. Und werden hier gefinisht. Das Überleben macht es nicht einfach, wenn wir hier in Horden geraten. Blaue Münzen sammeln. Aber nicht zu geil nach den blauen Münzen gucken. Nicht zu geil auf Münzen sein. Nicht zu Geld geil. Sonst passiert sowas hier. Wir wollen mal ein bisschen länger überleben. Oh nein! Bin geliefert. Na komm, Level 5 sind wir jetzt erst gleich. Das konnten wir schon besser. Ach Scheiße, das wäre ja gar nicht. Gut, ich würde mal sagen, ja, sonderlich großartig. Bock habe ich da jetzt nicht drauf. Ja, Reach Level 10, das ist noch ein Ding, was wir machen können. Ah, jetzt haben wir ja auch noch Achievements. Das lockt natürlich auch noch an. Ja, für mich jetzt nicht sonderlich so das Ding, aber ich verstehe, was andere Leute daran Spaß haben können. Ja. Kann man machen. Ich würde sagen, glaube ich, nach oben. Soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Auf diesem Kanal und das nächste. Letztes Testvideo nicht verpassen wollt. Relativ kurze Credits. Habt noch einen angenehmen frischen Tag und haut rein. Bis dann und ciao.